Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Dienstagmorgen. Einen wunderschönen. Ich habe gestern und nach der Aufnahme nochmal schnell den CP-Fahrer angesetzt und wir sind schon mal auf dem Weg der ersten Bahn. Das ist, man kennt es, die erste Bahn ist immer ein bisschen eng. Auf jeden Fall auf der Seite, wo die Bäume wachsen. Die andere Seite wurde dann einfacher, weil da auch ein Weg läuft. Da fällt mir gerade auf, ich muss tatsächlich auf meiner neuen Seitenkonsole den Tempomat noch belegen, weil es geht zwar so auch, aber Tempomat ist dann doch ein bisschen angenehmer, wobei wir gerade anscheinend nur 8 km/h fahren. Da kann man ein bisschen nach draußen fahren. Und ich habe es tatsächlich mit Mais Plus nochmal probiert. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, ist das letzte Mal, weil die Gemeinderate hat mir tatsächlich ein bisschen Hoffnung gemacht, weil normalerweise haben wir da auch Mais Plus mit drauf. Und da hat es auf jeden Fall funktioniert. Hier ist halt eben die Frage, ich probiere es einfach mal aus. Und wenn es dann jetzt dann immer noch nicht klappt, dann wird es wahrscheinlich eher das mit Mais gewesen sein. Weil ich hätte schon gerne Luzern oder so weiter. Auch gerne in Benutzung. Warte mal, wir können ganz kurz einmal was gucken, das, wo man vielleicht schon mal ein bisschen Hoffnung machen würde. Warte mal, da sind wir die drin. Es sind auf jeden Fall die zwei Symbole. Ich werde jetzt auch mit dieser Ladung Mais mal versuchen, ob es funktioniert. Und wenn nicht, dann werden wir mal gucken, ob es da vielleicht ein separates Silo gibt. Was ich aber irgendwie nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich probiere es einfach mal aus. Ich werde jetzt gucken, ob es bei vielleicht dem einen oder anderen YouTuber, der auf der Stappenbach ist, das mit Mais Plus funktioniert. Oh, wir sind voll. Das heißt, das ist die erste Prüfung. Wir können auch einfach rückwärts fahren, drückt da drauf. Schieben wir einfach mal Anhänger einfach rückwärts auf die Straße. Wir haben ja nicht weit. Zwar ein bisschen holprig, aber geht. Lenkachse, jetzt machen wir bitte nicht den Strich durch die Rechnung. Da kommt hier ein Auto, weil hier ist Verkehr, Mann. Ah ne, hier ist noch gar kein Verkehr, aber da unten ist dann Verkehr. So, perfekt. Haben wir, wir haben keine Klappe. So, dann machen wir uns einfach mal auf den Weg zu unserer BGA. Oh, da haben wir schon ein Auto. So. Ich hole mal wieder ganz geschwind hier bei unserer Seite, wo wir schon das Gras flach gefahren haben, hat man gerade gesehen, wenn wir schon mal vorbeigefahren sind. So, wenn wir ein bisschen aufpassen, weil das ist eine richtig unübersichtliche Stelle, aber kommt keiner. So, von unten kommt auch nichts, von vorne auch nicht. Passt. So, Fußgängerweg ist auch soweit frei, kein Fußgänger drauf, also können drüber fahren. So, fahren wir rechts drin. Oh, mit der Brücke war ein bisschen knapp. Eigentlich ganz berechnet, weil ich weit genug einzulenken, aber wir sind noch vorbeigekommen. So, das sind wir an der BGA. Wenn es funktioniert, dann können wir auch gleich mal den Lenkserien runterfahren. Ich probiere es tatsächlich in dem anderen Ziel, weil da liegt schon ein bisschen Häckselgut drin, noch vom letzten Mal. So, und ich werde es jetzt einfach mal probieren.
Schlagzeug an, Steuerung I, Endlied. Ach komm schon, was ist das denn? Also Leute, wir sehen's, er hat wieder mal den gleichen Bug wie letztens, er will nicht weiter entladen. Ich weiß, keine Ahnung, was das ist. Ich könnte die Meinung haben, es ist das falsche Silo, weil es auch nicht dran steht unten. Aber ja, auf der Gemeinderate funktioniert es auf jeden Fall, aber hier anscheinend nicht. Naja. Dann haben wir jetzt noch eine andere Aufgabe, wenn das Hexen nicht weitergeht. Dann können wir den dann waschen, aber ich wollte eigentlich dann gleich den Steier zum Sehen ansetzen. Wir werden jetzt aber das Teil auch nochmal schnappen und vorher wie heißt düngen, meine ich. Weil hat unsere Sämaschine eine Düngefunktion? Weil ich machte gewiss keinen Mais drauf. Wo ist denn unser das? Ich glaube, das ist sie. Das ist eine Direktzeit, ist schon mal gut. Aber okay. Sie kann keinen Dünger mitführen, das heißt, wir fahren vorher düngen. So, ich hoffe mal, da ist noch was drin. Ansonsten muss ich mit unseren letzten Euros noch was kaufen. Nee, 2888 Liters sind noch drin. Das heißt, das reicht auf jeden Fall noch mal für eine Runde düngen. Wenn ich mit etwas Glück für alle Felder. So, Auto kommt keins. Das heißt, wir können hochfahren. Ah, da brauchen wir dann noch keinen CP-Förder, weil das ist so klein. Zweimal rauf oder einmal runter, einmal rauf und dann vielleicht nochmal einmal runter und dann haben wir das Feld gedüngt. Ich muss wirklich sagen, es verwundert mich eigentlich schon ein bisschen, dass es mit dem Silo nicht funktioniert. Aber man könnte sich eigentlich auch denken, es steht unten nicht dran, also wird es eigentlich auch nicht angenommen dann. So, können wir hier düngen? Ja, können wir, perfekt. Das mache ich jetzt auch schnell ohne GPS, ob sich da wieder ein Kurs erstellt hat und die Zeit haben wir nicht. Oder wir haben sie schon, aber ich brauche nicht für jeden kleinen Firlefanz direkt den Kurs. So. Das ist ein Nachbarfeld mitgedüngt. Das wird halt wirklich mitgedüngt. Jawohl. Tatsache. Eigentlich müsste der Feldnachbar das eigentlich bezahlen, damit das Feld mitdüngen. Außer es ist so, dass die Grenzen so gesetzt sind, dass ein bisschen drüber hinausgeht. Das kann gut sein. So. Perfekt. Ja, ja. Alter. Ich hab fast gestriffen. Junge, Junge, Junge. Aber wenn ich das jetzt doch mal sehe, dann gibt's Motorsäge. Ja, sagt mir, wie ich gesagt habe, einmal rauf, einmal runter und dann einmal runter. Oder rauf. Wie auch immer man es sieht, und dann ist das Feld fertig. So. Also Luzerne fällt mir noch ein bisschen im Auge behalten, ob das denn nachwächst.
Aber auch wenn es nicht nachwachsend ist, ich würde trotzdem wieder Luzerne draufhauen. Weil die Silageballen bringen einfach sau gut Kohle an der BGA. Und wenn der Mais leider nicht funktioniert, ja Mai, dann müssen wir halt darauf verzichten. Und da könnt ihr dann auch mal entscheiden, wenn es wieder so kommt, dass der Mais wieder nicht funktioniert, ob ich mir dann das Geld für den die Mietung des Häckslers wieder gutschreiben soll oder nicht. So. Stellen wir den mal ganz kurz hier drin. An seinem Platz. Zack. Unser Dreieck stellen wir hier vorne mal hin. Leicht das Fahrrad geschrammt. So. Oh, ist wohl noch relativ gut gefüllt mit Saatgut. Das freut mich natürlich. So. So, können wir das auch zuklappen. So. Schröder. Dann gehen wir schnell Fresschen nach, da sind wir nicht mitten vor uns. Ja, Feige, komm hier. Ja, ganz fein, bist du ja ganz fein. So, fein. Der ist erstmal mit dem Fressen beschäftigt, also können wir hier schön vorbeifahren. Mein Freund steht auch noch ein Gewicht um die Kabel. Oder Ballenspieß ist er, glaube ich. Das war jetzt also wieder ein bisschen in Außenansicht, weil mit dem großen Tank vorne dran sehen wir nicht allzu viel. So, lohnt sich zu überholen noch. Ja, überholen lohnt sich. So, weil hier oben ist der Weg doch ein bisschen schmaler. Und dann muss dann auch nicht unbedingt sein, da zu überholen. So, da sind wir am Feld angekommen. Und soweit ich weiß, haben wir auch einen Kurs. Müssten wir eigentlich haben, ja. Und wir haben hier schon einmal angesehen. So, gucken wir ganz kurz nach. Den Zügen stellen wir schon gleich mal ein. Das ist die 80. Hätte ich mir eigentlich merken können. Aber Sie sehen, 6 Meter. Das müsste eigentlich der Kurs sein. Wie beginnt der? Ah, ich sage ihm einfach, erster Wegpunkt und dann viel Spaß. Okay, nimmt das als erster Wegpunkt an. Boah, ich finde ihn schlimm, passt mir. Mach weiter, wie lange braucht dann? 5 Minuten 40. Ja, der wird heute auf jeden Fall noch fertig. Ja, Alter, das braucht er nicht. Der wartet, den können wir schon gleich mal wieder abwaschen und auch aufräumen, beziehungsweise die 2. Okay, so wie zum Thema. Und ja, warte mal, Kollege. Dann geben wir dir mal Allrad. Dann müsste es eigentlich besser schaffen. Ja, wir machen ihm das Wheelbun drauf. So. Ah. Am aktuellen Wegpunkt schaust du weiter. Nein. Nächst passenden. Das müsste jetzt eigentlich der hier sein. Sieht gut aus. Ja, sieht gut aus, macht er auch. So, dann kommen wir wieder an den Hof, da waren wir stehen geblieben. Dann war schon mal den Premium hier fertig ab. So, voll Dreieck auch. Anhänger, ja, auch ein bisschen dreckig geworden.
Oder beziehungsweise zumindest die Reifen. Der Rest ist noch relativ sauber. So, ja, ist auch relativ sauber. Kann man natürlich auch mal abwaschen hier. So, dann haben wir noch den 6M. Ist auch gewaschen. Frontlader auch. Wird das sauber? Ja, ich glaube schon. Fällt jetzt einfach mal gerade drauf. Komm, sieht auch wieder ganz gut aus. Ja. Zack, passt. Und dann räumen wir den Kollegen gleich mal auf. Die Ballen werden wir mit reinstellen. Wo der alte auch stand. So, mal gucken, ob wir hier reinkommen. Aua. Bisschen zu steil. Soll jetzt mit so funktionieren. So, jetzt wollen wir noch genügend Platz, dass man hier drehen kann. Bisschen können wir noch vorfahren. Ja, so wie die stehen lassen. Da stört er keinen und hinten haben wir auch noch genügend Platz. So. Steigen wir den genau wieder rein. So. Motor aus. Den kleinen. Wo stellen wir denn den hin? Ich würde sagen. Na komm, den stellen wir auch oben hin. Muss ich nicht gerade so alleine rumstehen. Ja, hier. Passt du doch einwandfrei rein über den großen. Das? Ja, ich glaube, das passt. Und dann natürlich noch ablassen. Nicht zu weit. Ja. So, glaube ich, sieht ganz gut aus. So. Haben wir am Hof auch schon mal ein bisschen Platz geschaffen. Schön, auch wieder mit auf dem Weg. Kann er machen. So, warte mal, genau, wir wollten uns ja nach einer Mission umgucken. Damit wir ein bisschen zu Geld kommen auch. 6000 schon mal nicht schlecht. Dann haben wir nochmal 6000. Falsches Schneidwerk. Nochmal 5000. Ja, okay, das sind halt die Missionen, ne? Okay, ich glaube, da kommt nichts mehr so Gutes, oder? 5000 für Semen, 11.000, mussten die 120. Hätte ich schon mal irgendwo gesehen. Irgendwo in dem Bereich. 120, 23, 120 hier. Ja, nee. Nee, nicht so. 7000, schon mal auch nicht schlecht. Warte, aber die 7000er. Die ist auch zum Dreschen. Das ist, glaube ich, auch nicht so verkehrt. 122. Ja. Ja, ich glaube, die wäre gar nicht mehr so schlecht. Ja, komm, lass die machen. Die 7000. Vertrag akzeptieren. Machen wir. Der Drescher muss ja auch mal ein bisschen sich wieder bezahlt machen. So. Komme ich hier rum, ohne dass ich irgendwo hängen bleibe? Vorne geht, hinten geht auch, passt. So, dann umleuchte an. Oh. So.
Ja, doch, ein Auto bzw. LKW. So. Dann machen wir uns auf den Weg zu 122. Ein bisschen weiter weg, vor allem, wir hier nicht an der Hausecke hängen bleiben. Dann wollen wir den hier rein. Ja, hier müssen wir tatsächlich rein. Zack. Ah, ich glaube, die ist da hinten, oder? Nee, warte, ich muss hier rein. Ah, da hinten ist. Okay. Da dann gerade hinter. Lass mal. Okay, der Steuer ist fertig. Ja, moin. So, dann verlassen wir wieder die Ortschaft Stoppenbach. 122, hier wäre eben das Zuckerrübenfeld, was auch also im Angebot stand. Dann haben wir auch eine Halle und ein kleines Silo. Hier vorne ist die 122. Jetzt muss ich gucken, naja, da kann man reinfahren, okay. Und ich habe jetzt gerade geguckt, wo man hier am besten das Schnellwerk abstellen. Aua, aua, oh, so. Da war der Baum ein bisschen zu eng dran. So, da kommen wir vorher nochmal bei ganz kurz mal da gegenüber rein, um unser Schnellwerk anzukuppeln. So, zack, hier können wir den Schnellwerksagen eigentlich abstellen. Das stört auch, glaube ich, nicht. Drescher aufklappen. Auch wenn wir nicht an die Tore der Halle ranfahren. So, dann haben wir Schneidwerk dran. Wenden wir jetzt einmal nochmal. So. Nochmal anderer Teil. Was dreschen wir hier? Weizen, okay. So, ich mache mal die Sturablage an. Ah. So, passt es, glaube ich. Ja, und dann generieren wir mal ganz kurz den Kurs. Was haben wir denn hier für Feld? 222. 222, hier passt. Vorgewende. Rundherum zwei Malbilder, 7,9 ja, das glaube ich dir. Generieren wir mal den Kurs. Joa, sieht glaube ich ganz gut aus. Dann wünsche ich dir auch mal viel Spaß. Und du sagst schon, wenn du voll bist. Sparen wir das nochmal. Dreschen-F122. Passt. Haben wir gespeichert. Dann schauen wir mal ganz kurz zum Steuer. Ja, Kollege, das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Das heißt, wir können dich zurück zum Hof fahren. Oh Gott, Auto. So, der bleibt hängen. Oh, die ist da. Hätte ich nicht gedacht. Ja, mit dem Tankfahren, da sieht man halt nicht viel, ne? Auf jeden Fall nicht, was vor der Motorhaube passiert. Man sieht zwar in die Ferne. So, wir fahren auf der Straße, können wir wieder ausmachen. Zack.
Und es ist ganz gut, dass das auf dem Feld Weizen ist, denn wir brauchen für unseren Seedmaster, hier brauchen wir ja ein bisschen Weizen oder Gerste, glaube ich. Eins von beiden. Oder geht Hafer auch? So, ich bin dann vorbeigefahren, das Ganze nochmal waschen. Dann weiß ich jetzt natürlich gar nicht, ob Hafer auch geht. Aber Weizen bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass dann funktioniert. Na, zack. Wasch mir den Fronttank ab. Und ja, wahrscheinlich so 10.000 Liter. Naja, wird wahrscheinlich ein bisschen zu viel sein. Wobei wir letztens eigentlich gut was rausgebracht haben mit dem mit der Kartoffeln. 22.000 Liter plus. Was sie waren. So, machen wir den ganzen Bus ab den Steier und dann schnappen wir uns die Anhänger und fahren wir zum Feld. So, sieht gut aus. Dann können wir das zurück in die Halle stellen. Reparieren braucht die Maschine glaube ich noch nicht. Also oft haben wir das jetzt auch noch nicht benutzt, das war die zweite Ansaat. Und glaube ich 5 Ansaaten schafft sie locker, wo man sie dringend reparieren müsste. Bisschen vor. Ja, so packt nichts durch die Wand passt. Dann machen wir den Fronttank nochmal ab. So, zack. Unser Gewicht haben wir hier vorne hingestellt, oder Gewicht ist ja eigentlich nicht. Oder es zählt eigentlich, glaube ich, zu den Gewichten. So, jetzt mal ganz kurz gucken, welche von den Anhängern, die wir haben, jetzt mehr Volumen hat. Der hier hat 30.000 Liter und hier haben wir 2x17. Das heißt, wir nehmen die zwei. Dürften auch neuer, genau, hier stehen sie schon parat. So, wir könnten natürlich jetzt auch noch den Dreiachs mit seinem dranhängen, ist dann aber komplett unrealistisch. Und in Deutschland glaube ich sind zwei Anhänger, so wie wir hier dran haben, zweimal so 18 Tonner sind noch erlaubt, aber ich glaube drei Anhänger in Deutschland auf jeden Fall nicht. Australien, Amerika wahrscheinlich eher, aber Deutschland, Österreich und so weiter. Nope. So, wir fahren jetzt aber mal ganz dreist durch den Händler jetzt durch. Ja, wir können hier vorne runterfahren. Gucken, Autos, kommt einer, oder? Ach, was ist das da? Ich schaffe vorher raus. So, heißt da vorne hier gleich nochmal rechts wieder. So, jo. Ich dachte, wir sind ein bisschen auf die Mauer drauf gefahren mit dem letzten Anhänger, aber nee. Wir haben es ganz gut geschafft. So, bitte biege jetzt da vorne links ab. Nee, tut er nicht. Dann heißt es, wir überholen. So, ja, haben wir gleich noch mal einen von uns. Naja, wir haben es nicht mehr. Da vorne steht er ja schon, der Drescher. Dann blinkt ich tatsächlich schon mal rechts, weil ich hätte die Einfahrt schon fast wieder versäumt. Wo parkt man hier am blödsten? Ich würde sagen, hier so am Rand. Hier ist es ein bisschen schräger, aber wir sind ja noch leer. Das heißt, wir können hier parken. So, Steier ist abgestellt mit Anhängern. Das heißt, wir können ihn morgen dann schon wieder abtanken. Denn für heute ist eben auch schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen oben da lassen. Wäre natürlich sehr nett. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach, wenn ich geguckt habe, ob wir das mit den Silos irgendwie fixen können. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Dienstag und bis morgen. Haut rein und ciao, ciao.
ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.